Hallo, willkommen bei Produkterfahrungsberichte. Dieser Artikel hat eine Bewertung von 4,7 von 5 Sternen. Ein Kunde sagt, der zweite Film der Next Generation wurde diesmal von einem Crewmitglied inszeniert. Nämlich Jonathan Frakes. Dieser legte mit der erste Kontakt den wohl actionreichsten und spannendsten Film der Reihe um die Picard-Crew vor. Diesmal geht es gegen den gefährlichsten und hartnäckigsten Feind der Menschheit. Die Borg. Um zu verhindern, dass die Borg die Erde assimilieren, wird eine Zeitreise unternommen und man trifft den Erfinder des Warp-Antriebs Sephrum Cochran. Dieser wird gespielt von James Cromwell. Neben Cromwell agieren als weitere Gaststars Alice Krige als Borg-Queen und Alfred Woodard als Lily Sloan. Wie schon beim Vorgängerfilm ist das Bild der Blu-ray absolut genial, vielleicht sogar noch ein wenig besser. Die Schärfe ist perfekt, man erkennt auch hier alle Details, am Schwarzwert gibt's nichts zu meckern. Wieder sind es besonders die Weltallaufnahmen und die Nahaufnahmen der Gesichter, welche zu begeistern wissen. Bei den Special Effects wurde ebenfalls noch eine Schippe draufgelegt. Einfach fantastisch. Das Bildformat ist 1920x1080p. Der Ton liegt in folgenden Sprachen vor: Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch der D5.1 und Englisch Dolby True HD5.1. Der deutsche Ton klingt wie schon bei Treffen der Generationen ein wenig schlechter als der Originalton in Dolby True HD. Es fehlt diesmal vor allem an Bass, die Dialoge klingen gut, aber richtiges Raumgefühl kommt selten auf. Dafür ist der englische Ton wieder mal gewaltig. Perfekter Raumklang und ein toller Bass während der Action. Danke für das Anschauen unseres Videos. Bitte hinterlassen Sie eine positive Bewertung.